unterhalten uns hier gerade mit Tripbrett und hier darf man jetzt mal die Hilde testen. Viel Spaß! Schön geraten, die Karosserie mit den Viva-Zeichen da drin. Das ist schön gemacht, ja. Und vor allem noch durchs Dach. Wenn es tatsächlich mal drin schmutzig werden sollte, da kommt aber fast gar kein Dreck rein, kannst du den Schlauch reinhalten und vorne haben wir Gummipropfen, die du rausmachen kannst, damit du den ganzen Dreck rauskommt. Ich habe alles zur Wilde gesuchtet. Ich habe deswegen aber auch gesehen, dass die meisten extra geguckt haben und es ist nahezu gar kein Schmutz reingeraten. Ja. Trotzdem sie durch den Wald geflügt sind. Ja. Schön. Und der Paul hier mit der Offroad-Bereifung, habt ihr da die von der Hilde draufgehauen einfach mal? Oder? Genau, das sind die von der Hilde drauf. Das ist einer hier von unseren Kunden, der kam letzte Woche bei uns vorbei und hat sich die draufziehen lassen. Und wie ist das? Kann man einen Vergleich sagen? So? Fährt sich doch mit Straßenbereifung, weil er keine Federung hat, wahrscheinlich ein bisschen netter, oder? Glaube ich persönlich auch. Ich gucke gerade, wo er ist, ob er den fahren kannst oder was auch immer. Ah, nicht deswegen, aber nur mal zum Fragen so, ne? Wieso die Erfahrungen wert? Ja. Erfahrungswerte sind. Steht mit der Brille, das ist der, dem der gehört. Hier, ja, genau. Alles klar. Kann ich ja mal anhauen. Klasse. Und den Fritz 2.0 hat er auch dabei, oder? Ist aber in Gebrauch, glaube ich. Ja. Weil ich bin tatsächlich mal in so einer Situation gewesen, da traf ich eine Frau, die guckte meinen Slidefox an, den kannte sie noch nicht. Boah, was ist denn das für einer? Dann haben wir ein bisschen gequatscht und ich fand natürlich toll, dass sie einen Fritz hat und dann meinte sie, willst du mal probieren? Und dann haben wir einfach mal spontan getauscht, eine wildfremde Frau und ich. Und ich fand den Fritz ja schon ganz geil. Ne? Und nachdem, was ich jetzt über den 2.0 gesehen habe, würde ich wahnsinnig gerne mal ausprobieren, ja. Oh, wie schnell war er denn? Hast du gesehen, wie schnell der Mann war auf seinem Scooter eben? Ey, wenn das 70 waren, das waren da bestimmt deutlich über 60 gerade. Deswegen ist er dabei gar nicht geschützt gewesen. Junge, ist der hier vorbeigeflogen. Da habe ich auch mal einen guten Test gemacht. Das kommt mal einer durchgeschnitten. Alter Schwede. Ja, cool. Darf ich auch mal probieren, die Hilde? Ich glaube, ich werde mir den wirklich danach holen. Der ist echt du wirst einen totalen Unterschied merken. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt. Fahr mal die Schlaglöcher durch. Ich habe dich eben schon mal am Anfang gesehen, ja. Das ist krass. Ich bin ja mit 80 mal durch. Oh! Der macht auch einen sehr wertigen, schweren, großen Eindruck. Ne? Mann. Oha, ja. Oh ja. Okay, die Hilde fährt sich gut. Nehmen wir hier mal so ein Schlagloch mit. Oh, da merkst du gar nichts von. Das ist ja geil. Und im Lenker auch enorm steif. Geil. Oh, und die Bremsen. Oha. Geil zu dosieren, aber auch die stempeln ordentlich. Schön. Und ich hätte jetzt hier tatsächlich auf dem Trittbrett genug Platz. Bin auch weit genug weg vom Lenker. Schön. Tolle Bremsen. Wow. Ey, die Bremsen sind ja super geil zu dosieren. Mega. Also das gefällt mir sehr gut, wie die Bremsen zu dosieren sind. Und ich finde das ganze Fahrverhalten ist geil von ihm. Er ist so steif in sich und so stabil. Ja. Also ich bin extra mal durch so ein Porto eben und du hast gar nichts gemerkt. Das ist toll. Ja, fährt sich super, wirklich. Und für mich ist auch genug Platz auf dem Trittbrett. Es gibt ja bei den dickeren, größeren, habe ich gehört, die stehen näher dran, kommen da hinten nicht genug, aber das ist, für mich ist das ausreichend. Also mich stört es auch persönlich gar nicht, wenn ich jetzt hier drauf treten müsste. Ja. Also ich wollte keinen Bürzel haben, weil es einfach die Optik kaputt macht. Ja, verstehe. Das ist einfach so der Sexfaktor weg. Ja, ja. Nee, also es ist echt eine Augenweide. Schön. Vielen Dank, dass ich mal probieren konnte. Ja, dein Kumpel ist gerade unterwegs oder mit dem zusammen.